Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich habe jetzt da Platz 5 dünkt. Wir haben jetzt auf dem Platz 1 das Heu runter, die Heuballe runtergeholt. Platz 5 habe ich jetzt dünkt. Und der Toni hat da schon wieder gemäht, weil wir haben einen Tag vorgespult und da war jetzt das Gras schon wieder reif, wo nur die Balle draufgelegen sind. Da machen wir jetzt auch nochmal Heu draus. Und ich probiere jetzt auf der 20 zum die nochmal Spritze gegen Unkraut, ob das funktioniert. Ansonsten schon mal gucken, vielleicht mache ich noch einen Lohnauftrag. Ja, da gibt es jetzt nur einer. Denk dran, Christian, guck dir die Spritze an vorher. Spritze, ja, da ist Pflegebereifung drauf. Sicher? Ja, da ist drauf. Sind die ganz schmale, das sind Sägeblätter sind da drauf. Bei mir waren es die dicken. Jetzt habe ich im Rüben einen Schaden. Schön scheiß. Ja. Vielen Dank auch. Ja, das kann passieren. Jeder macht Fehler. Anhalten. GBS-Kurs. Das sind auch Düngerbehälter. Ja, okay, dann. 18, 6 Meter. Ah, nee, die kann ich gar nicht aufladen, weil ich voll hab. Dann lade ich die aber gerade daneben dran ab. Thomas, ich lade die gerade neben dran ab, dann sind sie alle beieinander. Hm. Die Düngerbehälter. Jo. Da krieg ich, also das ist schon verblüffend, dass ich ja das Unkraut wegkrieg, obwohl ich das gestern erst gespritzt habe. War eigentlich derselbe Tag. Ja, das wundert mich jetzt auch, dass das schon weggeht. Auf der 4 geht's nicht. Okay. Das ist bestimmt eine bestimmte Zeit, wo du da warten musst, wo auf dem Platz auf der 4 wahrscheinlich nicht ist. Aber meist geht immer später, weil du den später legst. Wie? Ja, ich denke, das ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob er auf der 4 ist, wann ihr das letzte Mal gedüngt habt. Oh je, das ist schon lang her. Das ist bestimmt schon, das war glaube ich der letzte Tag im Frühling. Ja, vielleicht könnte man die 4 ja auch düngen. Keine Ahnung. Stimmt, können da fehlt ja nur eine Düngestufe. Können wir nachher auch noch ausprobieren. Stimmt ja, da fehlt ja nur eine Düngestufe. Aber ich glaube, da geht noch nichts, weil die ist im Wachstumsstadium noch nicht weit genug. Okay. Ich probiere jetzt mal auf der 20, ob ich das Unkraut wegkrieg. Platz 4, das ist ja der Maisplatz. Ist da viel Unkraut? Ja gut, Unkraut ist. Nee, halt, Dünge brauchen wir nicht. Die hat volle Düngestufe. Also bei mir zeigt volle Düngestufe an. Platz 4. Da fällt nur noch Unkraut. Und da müssen wir noch warten. Ah, gucke, Platz 20 ist der da drüben, okay. Beim Händler, der. Ja, genau. Es ärgert mich. Sehr. Ah, mich ärgert auch viel Sache, neulich auch. Ich sehe die Spuren bis hier, es kotzt mich so an, ey. Wenn ich schon hinten eine ordentliche Fahrgasse gefahren hätte. Ah, kommt mal anhalte. Ja, da vorne hätte Thomas jetzt Ding Spuren reingefahren. Wir haben auf einer Spritze war nur normale Bereifung drauf und keine Pflegebereifung. Und da haben wir jetzt Spuren reingezogen. Ja gut, da kommt eh so viel rüber runter. Ärger mich trotzdem. Ich hab meine eigene Saat kaputt gemacht. Aber mich hat es neulich auch geärgert. Da habe ich an der Wies ein kleines Stück auch mitgrubbert. Ich habe abbremst und da war glaube ich irgendwie ein Speicherpunkt. Auf alle Fälle bin ich nur kurz einen Ruck vorgefahren.
und ein Stück in die Wiese rein. Das war nur so eine Breite vom Grubber von 3 Meter. Und das hat es dann auch umgrubbert. Und Oder da bin ich Felix, halt hingegangen wie und. Felix, der letztens am Handy war und dann erstmal quer durch die Wiese eine Maisspur gelegt hat. Ah, ja, genau. Denke ich immer. Ah, da ist ja das mit der Fahrspur. Wenn ich aber jetzt gerade schaue. Ah, die sieht man ja gar nicht richtig. Teilweise schlecht. Muss ich gerade schauen, wo man da reinfahrt. Haben wir die 20 auch schon mit Prosit angesät? Nee. Wie neu, glaub, gell? Weiß ich nicht. Da haben wir, glaube ich, Fahrgasse noch mit Horst Bronto gemacht. Aber ich habe die gestern mit, bin die mit Glenn ja gefahren, habe die gedüngt. Und die hat einwandfrei funktioniert, das war super. Okay. Geht eigentlich ziemlich genau auf. Okay. Ein kleiner Streifen war irgendwo, wo es nicht funktioniert, aber ist egal. Ich gucke jetzt gerade da, wo wir reingefahren sind. Da gibt es ja bestimmt auch irgendwo Fahrgasse, wo ins Feld reingeht. Ja, da muss ich sowieso in die richtige Richtung fahren, damit ich mit dem neuen M108 über 180 Grad Winkel reinfahren muss in die Spuren. Bin ich jetzt blöd? Die zeigt es gar nicht an, wo man reingefahren ist. Die zeigt es nicht an. Okay. Nee, du musst fahr einfach rein ins Vorgewende. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt gedacht, da gibt es irgendwo Spur, wo. Nee, fahr einfach rein ins Vorgewende, fahr das Vorgewende und dann kannst ja, du die ganzen genau. anderen Spuren alle abklappern. Probieren wir es mal. Probier halt erstmal, du hast eine Pflegebereifung drauf, vorne hinten. Ja. Pflegebereifung habe ich drauf, ja. Hab meine Rüben zur Sau gemacht, es stinkt mich an. Meine schönen Rüben. Ja, also Textur sehe ich mal, schon mal keine. Gerade mal schauen. Oh doch, ich glaube, das funktioniert. Da habe ich jetzt gerade direkt am Schlepper einen gelben Punkt. Da muss ich jetzt mal schauen, ob der weggeht, wenn ich weiterfahre. Wenn das funktioniert, dann wird's. Da könnte ich die düngen. Ja, da sieht man auch ein bisschen da drüben Unkraut. Ja, das geht weg. Geht weg, das Unkraut. Okay, super. Ich gucke noch mal kurz. Ich habe da nur Zipfel verwischt. Ja, ja, ist weg. Okay, wir können jetzt düngen. Spritze. Dann ruf den Scheiß da. Hau sie rein, die Scheiße. Immer schön Herbizid, Feuer. Ja. Und die Rabe auch, wo rumfliegt, die müssen auch gespritzt werden. Aber das ist bei der Spritze, die normalen Reifen fallen fast nicht auf, die sind kaum ja, unterschiedlich. Ja, ne? Das stimmt, das stimmt. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Da muss ich im Shop schauen, ob die da drauf sind, ob Pflegebereifung drauf ist oder nicht. Jetzt da sieh ich es nochmal, ob's. Ich habe wahrscheinlich gestern die Spritze ja. mit der Pflegebereifung gehabt. Ja, funktioniert. Weil da ist nämlich gestern nichts passiert. Hast du die Spritze gestern nicht Halle gestellt? Ja. Ja, genau, das ist die, wo ich jetzt habe. Dann war das die, wo du gestern gehabt hast. Die andere, die stand wahrscheinlich noch oder hatte Toni die. Keine Ahnung. Ach, scheiße, ja. Das ärgert mich, ich kann es nicht aussehen. Jedem passiert Fehler. Ist mir auch schon passiert. Naja. Die ganz wichtige Sache da,
Jetzt gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das eine GPS-System noch mit drauf nimmt, das VCA. Ich Aber ich finde glaube. das Vehicle Control Add-on, das widerspricht sich mit dem Vehicle Control, was wir jetzt fahren. Okay, ja, Sind okay, dann. zwei solche ähnlichen Systeme und die weisen sich, denke ich. Ja, klar. Ich finde das VCA ist auch viel zu kompliziert zum Ja, Menschen, sag nee, ich also nicht. Mir gefällt das das nicht. GPS-System ist echt super. Weil Also. bei dem anderen VCA kannst du, musst du, glaube ich, immer auf die Leertaste drücken, wenn du vorwärts rückwärts fahren willst. Okay. Nee, Weiß man also nicht, es. ob man das bei dem hier einstellen kann, aber. Nee, das mit dem Winkel ist super. Du gibst den Winkel vom Feld ein, so wie du stehst, gibst den Winkel ein, drückst Enter und schon ist es kurz gespeichert. Also einfacher geht's nicht. Ja, das mit dem AB-Ding da, A und B-Punkt setzen, das war bei mir immer ein bisschen schwierig. Sein zumindest mal kein Unkraut mehr. Ja. Bloß beim Felix, da müssen wir noch warten. Wenn der jetzt erst Dünger drauf, dann müssen wir wahrscheinlich einen Tag warten, bis wir da spritzen können. Bei der 4 bringt es nichts, die 4 bringt noch gar nichts. Okay, ne, da müssen wir noch. Die hat aber volle Düngestufe, hat die schon. Die haben ja noch. Ich glaube, die hat der Glenn noch mal düngt. Irgendjemand hätte sie noch mal düngt, aber ich. Oder war es der Robin? 23 hat auch Unkraut, da muss ich gucken, weiß ich nicht, wann ihr die gedüngt habt. Der Mais, ne? Das war Mais, oder? Da haben wir. Ne, da muss ich auch noch warten. Der Mais, das war ja der letzte Platz, wo wir gesät haben. Den haben wir ja nach der 4 gesät. Das war schon du und Glenn. Ah, du musst noch warten. Der ist schon später Hat der Glenn mit dem Felix gemacht. Ah, Glenn und Felix, genau. Da musst du noch warten. Den haben sie nach der 4 angesät. Weil da war ich noch am Ackere. Oder am Pflüge. Und da müssen wir noch warten. Das haben sie nach der 4 gemacht. Es war also der letzte Tag, im Frühling. Ich weiß, der Glenn hat noch gesagt, ja, mit dem Mais kommen wir auf den Platz 23 noch hin. Das müsste uns noch jetzt reichen, wie es der letzte Tag im Frühling war. Ich glaube, wir haben um 12 rum so irgendwas haben wir gehabt, wo sie den Mais gelegt haben. Kannst dann von hinten die Feldreihen aufarbeiten oder willst du von vorne anfangen? Ich fange auf meiner Seite an, da wo ich jetzt bin. Okay. Muss sowieso, glaube Dann jetzt fange ich gerade von vorne an. durch. Dann fange ich von vorne an, die Unkrautreihen aufzuarbeiten, die Feldreihen. Weil da sieht man nämlich gar keine Textur. Nein. Da musst du einfach die Feldreihen abfahren. Das hilft nichts. Dann fahre ich bis zu dir, wo du jetzt bist, ans Eck vor, weil da habe ich das Vorgewende neu und dann fahre ich wieder zurück. Weil da vorne ist nämlich auch noch ein bisschen Unkraut, wo ich neu gespritzt habe. Ich fange hier an der Seite mit den Feldreihen an. Du kannst ja dann von der anderen Seite kommen. Ja, genau. Oder fängst in der Mitte an und arbeitest dich nach außen. Dann mal. Oder ja, genau, kann ich auch machen. Aber ich muss das sowieso aus dem Vorgewende rausfahren, von dem her kann ich auch an der Seite anfangen und fahren. Dann schaffen wir uns in die Mitte rein. Ah ja, da, genau, da. Unkraut, die Unkrautinsel, die wollte jetzt noch weg, aber genau. Ist die eigentlich jetzt durch sei? Das finde ich ein bisschen blöd beim Unkraut, dass da die komplette Textur drauf ist. Weißt du nie, hast du komplett gespritzt oder nicht? Ja. Wenn das Unkraut kommt, ja dann wieder. Wenn du immer das ganze Feld gespritzt hast, kommt das Unkraut nicht wieder. Ja, Meine klar, ich. ja.
So, meine Freunde, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, like it vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt muss ich aber gerade mal probieren, ob ich jetzt nochmal Video hochladen kann. Ich konnte nämlich heute um 21 Uhr, 5 vor 9, konnte ich noch ein Video hochladen.